Hallo zusammen, ich habe ein Video gemacht. Ich suche die stärkste und leichteste Kühlbox der Welt. Ja, das war ein Schuss ins Bein. Punkt. Es geht um zwei Kühlboxen, nicht um eine, sondern das war die Box hier mit 6,5 Kilo, eine Kompressorkühlbox. Aber jetzt geht es um die leistungsfähigste Kühlbox. Also die Kühlbox hier wirklich absolut leicht. Kein Thema. Und hier ist unsere leistungsfähigste Kühlbox. Und ich behaupte immer noch, bis mir jemand sagt, das stimmt nicht. Es ist unsere 46er GT. Klar kann man jetzt sagen, die 56er ist ein bisschen höher, hat die gleiche Leistung, aber mehr Volumen. Ich habe hier Speiseeis drin. Da gehe ich einmal auf Partys und schöpfe hier dann das Eis. Das sind jetzt leere Behälter. Vorrat kann ich unten reinmachen. Und da ist mir jetzt vor ein paar Wochen was passiert. Ein schwarzes Auto, nicht meins, aber ist egal, mit dem, was ich unterwegs war. Hinten eine Abdeckung, den ganzen Tag stand das Ding an der Sonne mit dem Speiseeis drin. Dann ist die Box warm geworden, sie hat nur noch wirklich eine Abdeckung hinten, schwarzes Auto, komplett an der Sonne. Von 11 Uhr bis abends um 8. Ich bin dann mal um 4 schauen gegangen, da war die Box auf minus 18 Grad. Minus 20 wäre toll, minus 18 ist auch noch okay, aber sie hat es dann gepackt. Das mit einer Batteriebox betrieben. Also eine 100 Ampere Stunden Lithiumbatterie, da hält sie rund 10 Stunden Volldampfleistung. Aber jetzt habe ich mir ans Bein gepinkelt. Und zwar habe ich eine stärkere gefunden. Hier ist noch der Katalog 2024, könnt ihr auf der Homepage runterladen. Und hier ist diese Kühlbox drin. Preislich liegt sie bei 1380 Schweizer Franken. In Deutschland sind wir bei 1600. Der Euro ist ja nichts mehr wert. Aber wir schieben die Box auf die Seite. Ich habe was Stärkeres. Die Kühlmaschine ist die gleiche, das ist die Box hier. Die fertigen wir im Auftrag, hat die gleiche Kühlmaschine drin wie die hier, hat aber Vakuumisolation, Temperaturschreiber und so weiter und so fort. Sie kann sogar fliegen. Sie hat 40 Kilo. Aber sie hat eine IATA-Zulassung, Internationale Air Trade Association. Also ich kann sie im Flugzeug betreiben. Sie macht, ist begrenzt auf minus 32 Grad. Mehr geht sie nicht runter. Mehr hat sie zwar die Leistung, aber sie geht nicht mehr runter. Wir fertigen diese Box für die Firma Thermosecure Medical Equipment. Wir haben hier den Datenlogger. Wir haben hier drin der Kühler, der hat jetzt, ist vereist, okay, Ventilatoren für die Umluft im Kühlsektor. Ich komme hier oben an die Steuerung, falls der Deckel zu ist, hier hängt noch eine Plombe, das könnte man hier den Verschluss plombieren. Wir sehen die Box hier von der Seite und ihr seht, was hier für ein Kompressor drin ist, das ist BD100CN. Nichts Besonderes, betrieben wird es mit dem natürlichen Kältemittel R290, genau gleich wie diese Box hier drüben. Hier habt ihr das Datenblatt, vertrieben wird es von Aerolink, Kurier GmbH, es ist ein Teilkonzern von World Kurier. Wenn ihr so eine Box wollt, Mindestbestellmenge sind 100 Stück, vorher wird sie gar nicht produziert und eine halbe Million
Euro reicht nicht für die 100 Stück. Also es ist sehr eine teure, sehr aufwendige Box mit der Vakuuminsulation, natürlich auch der geringe Stromverbrauch. Also diese Box hier, die zigmal mehr kostet wie die hier und mit 1600 schon wesentlich günstiger ist. Ich suche weiter. Weil das ist ja nicht irgendwie, das ist ins Bein gepinkelt, sage ich mal ganz frech. Ist meine eigene Kühlbox. Wir haben hier hinten den Anschluss. Ihr könnt aussuchen, wohin das die geht, in welchen Sektor. Das ist reine Armee. Da gibt es andere Dimensionen. Ich sag mal, auch die Deutschen haben ja ein Sondervermögen. Die könnt ihr kaufen ohne Sondervermögen. Das sollte noch drin liegen. Und wir haben hier, auch hier, eine massive Kälteleistung. Wir haben eine Gefrierleistung in beiden Boxen von 7 Kilo pro 24 Stunden. Hört sich wenig an, aber wenn ihr wirklich mal Eis einfrieren wollt oder toten Fisch, Filets, dann merkt ihr, wo die Leistung hinkommt. Und eben bei plus 50 Grad machen diese beiden Boxen noch locker unter minus 20 Grad. Locker auch nicht. Ja, ich suche weiter die leichteste Kühlbox, die ich euch vorgestellt habe, und hier eine stärkere oder leistungsfähigere Kühlbox. Vielleicht nicht zu den Preisen, dann habe ich nochmals zwei im Sortiment für andere Kunden. Aber das ist wirklich nicht Freizeitsektor, sondern das ist Pharma, Militär, da geht was anderes. Ja, die Kühlbox innen Chromstahl, außen geschweißtes Aluminiumgehäuse, also ist nicht ohne, aber eben auch das Gewicht mit 40 Kilo, mehr als 40 Kilo, die nimmt man nicht mehr so mit, und jeder Camper, der überladen hat, ist sowieso ein anderes Thema, aufs Boot auch nicht. Eben ab 100 Stück könnt ihr bestellen. Ihr kriegt sie auch in eurer gewünschten Farbe. Und das soll es gewesen sein für heute. Hier verlinke ich euch das Video, wo ich die Boxen suche mit der leichtesten. Ich bin immer noch am Suchen, ob jemand was Interessanteres bringt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.